Sehr geehrte Damen und Herren, werte Zuseher, wir haben jetzt die Challenge. Wir hoffen, das zu dritt in den Aufzug bringen zu können. Mit die Kreuzschlagzeug. Probieren wir mal. So geht's mal nicht. Oder? Warte. Nein, das geht nicht. Du musst einmal umdrehen. Nein, dann schauen, dass du runterkommst. Nein, der geht schon zu. Du musst einmal. Genau, wir müssen so umdrehen. Nein, und. Ja, so. So passt gut. Und jetzt probieren wir es so. Okay, ja, du musst jetzt auch hin. Du musst ein bisschen Hummel drauf. Ich ein bisschen, warte mal, mein Karten. Mein Ding schluckt mir da rein. Du musst den zurück, vielleicht. So. So geht's. Genau. Jetzt müssen wir irgendwann Knopf drücken. Ich hab schon gedruckt die ganze Zeit, da muss ich schon zugehen. Nein, ich hab schon gedruckt. Geht nicht zu, schau. Geht nicht zu. Ja, sicher geht's zu. Okay. Langsam halt. Wahrscheinlich überlohnt. Ja, jetzt wieder ausklingt. Ja. Jetzt Platzungsgang und. So, es geht. Ah! Ja, es geht. Also, wir haben es geschafft. Stefan, jetzt mein Bandscheibenfahrer, ja. Der da unten abkommt. Ganz sicher. Ja. Und drei Stellen in der Hausordnung, man muss einen Rucksack abnehmen, dass man Aufzug nicht beschädigt und die Hausmauern. Nein, die Hausmauern müssen ein bisschen aufzukommen. Schon, haben sie aber auch geschrieben. Echt? Ja. Angelesen. So, und jetzt sowas rausgekommen wird jetzt auch. Jetzt bleib ich stecken. Nein, du musst nur tüt, wenn du da rausgehst, dass du keine alte Frau zusammen raus. Ja. Ja. So. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist einmal gut gegangen. Der hat den größten Rucksack. Wie zuvor schon erwähnt, waren wir jeden Tag spätestens um 10 Uhr am Startplatz. Da sind wir jetzt auf dem Weg nach Ottawa. Wohin? Wir müssen schon über Land und Kultur und Leute filmen. Anfahrt ins Fluggebiet, Ottawa ist eine schöne Stadt. Das scheißt doch überhaupt nichts. Ich weiß aber das nicht. Das kommt dann erst. Anfahrt ins Fluggebiet. Gut, werde ich die Ortsdorfe schon mal übersehen. Da ist Arzt, da war ja Ottawa drauf. Obwohl, dass wir in der Gegend nicht heimisch sind, haben wir das schon gleich einmal gecheckt, dass gerade Ottawa mit seiner Südostausrichtung prädestiniert für frühe Starts ist. Deshalb waren wir immer die Ersten und haben in Ruhe unsere Startvorbereitungen treffen können. Ah, perfetto vento. Mitte März war auf keinem der von uns besuchten Startplätze was los. Und es ist sehr stressfrei zugegangen. An dem Tag haben wir uns einen kleinen Streckenflug vorgenommen, vom Startplatz Ottawa weg bis zum Strand vor unserem Hotel. Das sind also ca. 10 Kilometer und die Linie haben wir uns zwei Tage vorher bei einigen anderen Fliegern angeschaut. Diejenigen Piloten sind an dem Tag nachher auch nachgekommen und somit war unsere Taktik, in der Luft warten, die beobachten und gegebenenfalls nachfliegen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Höher als 1700 Meter ist nicht gegangen, aber für die Gegend ist das glaube ich eh schon nicht so schlecht. We'll be right back.
weil es so schön war, haben wir am nächsten Tag genau das gleiche gemacht, diesmal aber nur bis La Herradura. Die Wettervorhersage hat nämlich für Abend Westwind angesagt und wir wollten da nochmal sein.